Okay, da gucken. Jetzt guckt sie in die Richtung. Ah, es scheint einfach nur hohes Gras zu sein da oben. Okay, dann. Ja, Metallblume. Ob wir die zweite, die da ein Stück weiter ist, dann noch holen. Das werden wir dann sehen. Ob die noch mit in diesem Gebiet drin ist. Da muss ich lang. Fällt gerade ein, ich wollte doch. Oder eine Fischkröte, habe ich gerade festgestellt. Wenn ich schon mal im Wasser bin, muss ich doch wenigstens mal gucken, ob da nicht ein Fisch drin ist. Nein. Graser. Mehr Graser? Ne, Lanzenhörner jetzt. Die können wir theoretisch auch überbrücken, wenn wir es wollten. Die Windkraftanlage. Ah, jetzt wäre ich wegen den Lanzenhörnern fast in der Blume vorbeigelaufen. Warum drücke ich mal auf? Kann ich mich da vorne im Gras verstecken? Da haben wir so ein Gras. Ah, der Breitkopf scheint unseren Lanzenhorn doch ein Problem darzustellen. Gedacht. Den Breitkopf jetzt aber doch mit dem Schlag. Du bist der Lieder. Bitte. Wie gesagt, gerade hier in so einem Lager, wenn man da dann einen übernehmen kann. Ist so geil, dass da der. Dass der hier einfach dann für uns aufräumt. Verderbnis Schutzspule. Euer Geweber ist es ja. Das gehört jetzt mir. Ja. Heidköpfe. Ernsthaft? Hat gerade auch relativ deutlich gesehen, dass hier bei den Grasern, dass da mein. Da diese Blume sein sollte. Dachte ich zumindest. Maschinenareal entdeckt, Donnerkiefer. Breitkopf erkennen wir, ne? Ja. Jetzt. Ach, das zeigt sich wieder doof an. Ich muss da ja unten auf dem Weg lang. Der Rotaugenwächter und hier der Donnerkiefer. Doch, gucken wir uns doch den kleinen mal an. Wird jetzt hier nicht
angezeigt. Ah, doch, wird er. Der Donnerkiefer. Kampfmaschine mit einer großen Auswahl an schwerer Artillerie und Nahkampfangriffen ausgerüstet. Körper, stark gegen Schock. Lohe Behälter auf dem Rücken. Der Data-Nexus. Ah, da vorne das Gehirn. Scheint. Scheibenwerfer. Schwere Waffe kann aufgehoben und benutzt werden. Und am Bauch Eisbehälter. Das Herz. Und unter dem Schwarz Energiezellen. Da oben auch noch ein Radar. Schweif. Kanonen am Kopf. Naja, das ist mal eine große Maschine. Typische menschliche Reaktion. Oh, ein neues Tier. Wir kennen es noch nicht. Schießt über falsches Bauteil ab. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, warum er direkt wusste, wo wir sind. Bei Bauteil entfernt. Oh. Scheibenwerfer. Wird auch mal still. Angriffsstand in unseren Daten aber auch nichts. Das verbessert meine Chancen. Hat aber ganz schön Rückstoß, das Ding. Ah, fast ins Herz. Das war ganz gut. Ah, so können wir auch nicht abkriegen. Ah, super. Ach, du doofen Baum. Okay. Headshot. Gratis.
Sieht er mich nicht? Ach gut, hat meine Spur verloren. Bisschen Glück können wir uns dann gleich den anderen Scheibenwerfer von ihm holen. Können wir dann mal richtig arbeiten. Kümmert euch wieder um euren Kram. Na, also wirklich, ist ja nicht so, dass ich hier irgendwas getan hätte. Nur halt toter Metalldino. Beste Begegnung mit dem überlebt. Frage jetzt. Rotaugenwächter? Okay, Rotaugenwächter kann ich also auch übernehmen. Könnte ich also auch den Rotaugenwächter, der da rumlief, dazu anstiften, den Dicken da ein bisschen zu ärgern. Nur darüber kommen. Da vorne liegt auch der Scheibenwerfer. Da. Wenn wir darüber kommen, das könnte jetzt schwierig werden. Gut gegangen. Also halb zerlegt sieht er gar nicht mehr so furchtbar spannend aus. Aber klar, das offengelegte Herz da. Das hat natürlich doch viel Schönes. Hätten da, ich weiß nicht, ob das Hydraulikschläuche darstellen soll. Nehmen, solange er da vorne hinguckt. Los, mein Kleiner. Kamikaze. Ja, jetzt kann das ja nicht sein, wenn der Kleine da den Donnerkiefer angreift. Er sich jetzt auch? Das ist doch alles, was ich übernehme, so angriffslustig. Ich glaube nicht, dass das gut für mich ist. Dass ich mir ihn hier holen kann. Da habe ich vielleicht sogar unbemerkt bleiben. Machen wir lieber Verkörpertreffer, davon kriege ich ihn nicht mehr durch.
Cool. Laserangriff und Pfeil unterbrochen. Also klar, viel macht man nicht mehr, wenn man so einen Pfeil im Gehirn hat. Wie ehrlich, sie nennt es Datennexus, ist das Gehirn von den Kleinen. Leuchtet. Doch. Da 3 Pixel höher. Na, er mag nicht mehr wahrscheinlich. Ich verstehe ihn, er merkt auch, wenn er verliert. Das wird so fürchterlich scheiße knapp. Ah, das war wieder Nexus. Wie die Phase der Kämpfe gegen die großen Maschinen ich so fürchterlich gemein finde. Wo wir dann ganz furchtbar böse sind, weil wir ja. Weil er ja schon so am Rumpeln ist. Kaum noch stehen kann. Da brauchen wir aber gerade richtig jetzt auf die letzten Meterchen. Direkt noch einen hinterher. Ah! Scheiß Viech. Kommt, da plötzlich so ein Viech von der Seite angerannt.